Die schweren russischen Raketenangriffe auf die Ukraine zum Wochenbeginn haben 19 Tote, viele Verletzte und immense Schäden an der Energieinfrastruktur hinterlassen. In Moskau reagieren Russen und Russinnen unterschiedlich auf die weitflächigen Attacken. Bei diesen Angriffen sind wahrscheinlich Kinder ums Leben gekommen, aber viele auch auf unserer Seite. Darüber hören wir nichts in eurem Fernsehen. Sie versprechen uns seit 8 Monaten, dass sie entschlossen handeln werden. Eine Zeit lang dachte ich, die russische Führung würde ihr Wort nicht halten, aber sie haben es getan. Ich stehe voll dahinter. Dieser Krieg hätte schon längst zu Ende sein müssen. Ohne diese Raketenangriffe würde er vielleicht nie enden. Ich bin sehr besorgt. Das verursacht eine Menge psychischer Probleme. Ich sympathisiere mit allen Ukrainern. Ich möchte, dass alles so schnell wie möglich aufhört. Seit der Ankündigung der Teilmobilmachung durch Putin nehmen die Russen den Krieg in der Ukraine stärker wahr. Auch wenn die Zustimmung für den Krieg hoch bleibt, nehmen die Aufrufe zu Friedensgesprächen offenbar zu.